Hallo Freunde, ich wollte heute mal reden von einem Buch, das ich bestimmt 50 Mal gelesen habe und was mich immer aufheitert, wenn ich es lese, was aus 5 Geschichten besteht und doch ganz dünn ist, was man also immer mal zwischendrin lesen kann. Und das Buch heißt Idioten, 5 Märchen. Ist vielleicht nicht das alleraktuellste Buch, aber was mich angeht, macht es das nur noch schöner. Also es geht in diesem Buch um 5 Geschichten und in diesen 5 Geschichten ist jeweils ein Idiot, der von einer Fee besucht wird. Diese Fee ist aber keine solche Fee, wie ihr sie vielleicht aus Märchen kennt, sondern sie erinnert mehr an eine gestresste Sachbearbeiterin aus dem Finanzamt, die an einem Tag ihre Quote an Wünschen halt abarbeiten muss. Und dementsprechend bekommt dann jeder auch gleich den Text. Ausgeschlossen ist Unsterblichkeit, Gesundheit, Geld und Liebe und auch Wunschvervielfältigung ist nicht möglich. Ihr habt also genau einen Wunsch. Und das passiert auch, das ist auch was ganz Normales, von einer Fee besucht zu werden, laut diesem Buch. Nur man erinnert sich natürlich anschließend nicht mehr dran. Also, ihr dürft euch dann was wünschen und anschließend wird es in Erfüllung gehen. Aber ihr werdet euch halt nicht daran erinnern, dass ihr die Fee getroffen habt und ihr dürft euch nicht Unsterblichkeit wünschen und das Übliche. Was würdet ihr euch wünschen? Ja, und die Geschichten, die funktionieren eigentlich immer nach dem gleichen Muster, was es nur noch spannender macht, weil man immer erwartet zu sehen, was als nächstes kommen wird. Und zwar werden zunächst solide Menschen dargestellt, die eine gute Geschäftsidee haben oder so irgendwas. Das ist in der ersten Geschichte wird ein Geschäftsmann vorgestellt, genauer gesagt zwei Geschäftsleute, die sich dem Idealen verschrieben haben, nur Werbung zu machen für gute Zwecke. Und dann werden diese Figuren immer so von dem Autor madig gemacht. Und das ist, was er absolut klasse kann, der Jacob Arjouni. Er zeigt dann so auf, wie die Menschen halt doch nur Menschen sind wie du und ich, also letztendlich Idioten sind und wie sie so abrutschen. Und das macht er alles nur durch Introspektive, keine Dialoge, keine Action, sondern einfach nur, er zeigt auf, was die Leute denken und entlarvt sie dadurch. Ein Beispiel jetzt hier von den Werbetreibenden, die sich vorgenommen haben, nur für gute Firmen zu arbeiten. Nach einem Jahr, in dem sie, weil ihre Auftraggeber sich zu nichts anderem überreden ließen, wenig mehr gemacht hatten als, wie Ronny es ausdrückte, beknackte Sonnenaufgänge mit Kiffertexten möglichst handverschmiert auf eine Art DIN A4 Toilettenpapier zu drucken, beschlossen sie, vorübergehend auch für Firmen zu arbeiten, deren Inhalte der Welt möglicherweise nicht ganz so gut taten. Ja. Dann sieht man so, die Menschen rutschen ab. Und das ist nicht nur im Fall von diesen Werbetreibenden so, sondern sie werden alle entlarvt. Und dann, wenn die Fee kommt, ist auch klar, warum sie diesen Wunsch haben. Aber auch der Wunsch ist meistens etwas, wo man dann, wo der Autor einfach wunderbar aufzeigt, dass der Wunsch schon falsch gewünscht ist irgendwie. Ein Beispiel von einem Buchautoren, der in seinem Leben ganz viele Trivialliteratur geschrieben hat, so Groschenromane, und der sich dann entscheidet, am Ende seines Lebens, er ist 78, nochmal ein richtig allgemeingültiges, klassisches, gutes Buch zu schreiben, das jedem gefallen wird. Dann kommt die Fee zu ihm und er wünscht sich genau das. Und dann fängt eben das Entlarven an, wo der Leser so mitkriegt, dass der Wunsch vielleicht gar nicht so eine tolle Idee ist. Zum Beispiel. Und wenn ich mir wünschte, einmal einen wirklich großartigen, allgemein anerkannten Roman zu schreiben, die Fee hatte wenig Ahnung von Büchern, aber sie war früher gerne zu Konzerten gegangen und soweit sie sich erinnerte, war das mit dem großartigen und gleichzeitig allgemein anerkannten so eine Sache. Musik, bei der sie glaubte, noch nie hätte ihr jemand so tief ins Herz gefunkt, war für die Freundin neben ihr nur der Anlass, mal wieder irgendeinen besonders gelangweilt herumstehenden Kerl anzutanzen. Und so entspannt sich dann die Diskussion zwischen Autor und Fee. Sie werden doch wohl kaum bezweifeln, dass zum Beispiel Goethe einer der bedeutendsten Autoren ist und auch geliebt werden. Weiß nicht, nie gelesen. Aber für eine Freundin von mir war der bedeutendste Autor der in ihrer Stammillustrierten immer über berühmte Partys geschrieben hat. Hat er auch wirklich lustig gemacht.
Jedenfalls sollten Sie Ihren Wunsch schon ein bisschen genauer fassen. Weil, das kann ich Ihnen versprechen, eins wird wegfallen. Entweder großartig oder allgemein anerkannt oder Roman. Denn wir erfüllen zwar Wünsche, aber wir richten die Welt nicht neu ein. Und durch weitere Diskussionen mit der Fee stellt sich dann heraus, dass die meisten Menschen nur eins wollen, berühmt werden. Und wenn die dann auf ihrem Wunsch beharren, obwohl sie aufgezeigt kriegen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie wollen, dass sie sich der Konsequenzen überhaupt nicht bewusst sind, dann geht das immer nach hinten los und sie kommen höchstens in eine Talkshow und letztendlich wendet sich das Blatt gegen sie. Und die Fee ist dann ein großer Verfechter der Idee, sich einfach eine Geschirrspülmaschine zu wünschen. Da geht am wenigsten schief, sagt sie. Das ist das, womit meine Kunden am glücklichsten werden, sagt sie. Und dann sagt er, und dann ist natürlich die Entgegnung, ja, aber das fällt doch in den Bereich Geld. Ja, so gesehen. Aber fällt Berühmtsein nicht eigentlich in den Bereich Unsterblichkeit und Geschirrspülmaschine in den Bereich Geld? Tja, nun, wenn man lange genug drüber nachdenkt, fällt wahrscheinlich jeder Wunsch in einen der Bereiche. Darüber, dass eine Geschirrspülmaschine Geld kostet, hat man aber ziemlich schnell nachgedacht. Die Fee seufzte. Hören Sie, ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich nehme Wünsche entgegen und erkläre den Leuten, was geht und was nicht. Geschirrspülmaschine geht, 1000 Mark geht nicht. Wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, müssen Sie sich an den Chef wenden. Also ihr seht, einfach ein wunderbarer Schreibstil. Die Fee wird so dargestellt wie eine Sachbearbeiterin. Und dieses ganze Wunschdenken, diese ganze Idee, dass es etwas ganz Tolles ist, ein Wunsch von einer Fee erfüllt zu bekommen, wird dermaßen entzaubert, wie Jacob Arjuni überhaupt ein Mensch der Entzauberung ist. Er entzaubert seine Charaktere, er entzaubert das Thema selbst und das Ganze ist einfach wunderbar bezaubernd. Und ich empfehle das Buch einfach jedem, der mal was lesen will, was ganz locker daherkommt, ein wenig tiefgründig schon ist und nicht viel deiner Zeit benötigt und gleich zum Punkt kommt. Also ein sehr gutes Buch, eines meiner Lieblingsbücher. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare schreibt, falls ihr es gelesen habt, was ihr davon haltet. Danke und bis dann.